Sein Coup schießt in eine gerade Richtung, trifft das erste Ziel, macht Damage, slowed und applied Concussive Blows. Bei seinem W kann er auf einen verbündeten Champion oder auf einen Minion dashen. Das ist relativ praktisch, ne? Das kann, um vorne reinzugehen, verwendet werden. Das kann aber natürlich auch, um rauszukommen, verwendet werden. Warte mal. Ja, der ist so gut, der Braum. Sein E, da hebt er sein Schild hoch und blockt praktisch sämtlichen Damage für eine Zeit. Also Projektile, Damage und das geht dann weg und dann kriegt er wieder Schaden. Aber er blockt initial erstmal. Und seine Ult, praktisch er hüpft in die Luft und dann entsteht so eine Gletscherspalte. Und dann alles in dem Bereich wird genockt, was er trifft und kriegt Schaden. Und es hinterlässt so ein slowendes Feld praktisch. 3-0 für Eintracht, holy shit. Das ist huge, Leute, das ist huge. Muss aber auch sagen, die Jungs von Eintracht, die spielen auch ein geiles League of Legends aktuell. Die spielen auch ein geiles League of Legends. Es tut umso mehr jetzt natürlich weh, dass wir schon raus sind. Ey, stellt euch vor, die gewinnen jetzt EU Masters. Dann waren wir vielleicht einen Win vom EU Masters Win entfernt. Das wäre schon krass, oder? Na, vielleicht ist die deutsche Szene diesmal richtig stark, ne? Vielleicht sind wir ausnahmsweise mal richtig stark. Weil die deutsche Szene hat dieses Jahr sehr viel investiert. Muss man sagen. Das wäre cool. Wär cool. Erstmal bad, sorry. Sorry, sorry, nicht aufgepasst. Hab Evil krass am Smurfen. Ja, ich meine, der hat auch die Playoffs schon komplett. Also nicht solo, ne, keine Frage, aber auch Evil spielt so krass. Er spielt so krass, der Kerl. Ich meine, ich sag euch ehrlich, ich dachte, Power of Evil ist komplett wurscht. Ich fand, am Anfang der Season sah der komplett scheiße aus. Ey, komplett Fehlerschätzung. Wie sich der gesteigert hat, wie sich der reingefuchst hat, wie der jetzt über die Playoffs performt, es ist völlig insane. Ich dachte, der ist giga-wurscht, der Kerl. Da will ich auch nicht lügen. Ich dachte, er ist komplett wurscht. Ich dachte, Eintracht macht einen riesen Fehler, indem sie den holen. Ich glaube, der war auch Bosch, aber mittlerweile, der spielt so gut, der Kerl. Der spielt so gut. Also die Playoffs auch schon, das war absolut insane, wie der abgeliefert hat. Absolut insane, also muss man auch Credits geben, finde ich. Muss man wirklich Credits geben. Von wem redet ihr? Power of Evil, der Midlaner von Eintracht Spandau. Ergibt das AD Malignance auf Twitch nicht ordentlich Sinn? Ich glaube nicht, dass das Sinn ergibt, nee. Das ist, achso, mein Hexblade. Das kannst du bauen, ja. Ich persönlich mache halt lieber gerne Burst, aber du kannst auch so ein bisschen Optank spielen. Du kannst auch mit Titanix Hydra und so, vielleicht passt er da rein. Und wo kann man über meinen Song abstimmen? Bei Denergy oder was? Wann? Wo? Link. Lass uns mal alle abstimmen. Der Song muss es auf jeden Fall schaffen. Wo kann man abstimmen? So. Jetzt. Also Jan, kräftig abstimmen, bitte. Warte mal. Ja, aber kräftig abstimmen hier. Also der No Way Song muss auf jeden Fall rein, Leute. Der No Way Song muss auf jeden Fall rein. Auch mal kräftig abstimmen. Dann kommt unser Song zu Spotify und die ganze Welt hört dann den wunderschönen No Way For You Song. Über NNO, über unsere Eskapaden in Korea. Flammkuchen-Liebhaber. Aber wieso packt er nicht alle rein? Das kann ich ja nicht sagen. Nice. Wie lange geht denn der Vote?
Pitch so sehr, ne? Das ist so ein disgusting Champion. Ja. Kann ein Champion geiler sein als Twitch aktuell? Nach dem Game setze ich auch meine Votes. Nach dem Game. Who's following me? Da, vielen Dank im Übrigen an alle, die also darauf hingewiesen haben. Ich hätte aber nicht, natürlich nichts gewusst davon sonst. Was ist das hier? Ich gehe jetzt einfach vor dir. Na gut, ich nehme an, dass alle Leute, die für mich stimmen, auch mit Tolkien stimmen, ne? Das heißt, wenn ich die Werbetrommel, aber, also, ne? Was ist denn Tolkien Song? Den habe ich noch gar noch nie gehört. Ist ja gut. Ja, so. Na, gar noch nicht gehört. Ist ja gut. Ja, aber alle, die für Tolkien stimmen, stimmen auch für dich. Das anscheinend nicht. Schnüff. I'll be right under. Ja. Aber wo geht denn die Wolke hin, Finzen? Nice. Leute, wir sind durch mit AD Carry. Etappe 5. Let's go! Wollt ihr Mitte oder Top? Die Top sind wir auch kurz vor fertig, tatsächlich. Top fehlen uns noch 100 LP, dann könnten wir morgen den ganzen Tag Mitte machen. Wenn wir Top fertig kriegen heute. Dann könnten wir morgen den ganzen Tag Mitte machen, dann. So. Was war denn das Ziel? 400 LP war jetzt die nächste Etappe, dachte ich mir. Ich liebe AD Carry so sehr, man, die Rolle macht mir so viel Spaß. Ey. Ich glaube auch, das ist aktuell die Zuschauer-Favorite-Rolle, aber warum eigentlich? Ja, auch interessant zu wissen. Warum macht euch diese Rolle am meisten Spaß zuzugucken? Einfach weil ich so begnadet bin, so unglaublich gut. Und nicht, also vor allem gekennzeichnet werde durch meine Demut auf AD Carry. Das hier. Heute die Games waren auch absolute Banger, muss man sagen. Immer so spannend. Ja, lass das Batterie noch töten. Bro, kann ich dodge, please! Oh. Oh. Aber Team, das ist jetzt sogar mein Support für meine Fehler. Oh, oder? Okay. Also der Ding spielt auch richtig gut, ne? Der Pitcher. Ja, das ist so eine krasse AD-Diff, das Game. Holy shit, ein 6-säckiger Schade-Carry. Ui, ui, ui. Kompletter AD-Canyon hier in dem Game, ey. Bruder. Davon wird er sich nicht mehr erholen, ne? Der geht eine Schade-Carry. Davon wird er sich nicht mehr holen. So. Boah. Ich habe jetzt auch schon meine Vorspeise gegessen und meine Nachspeise. Oh, das Leben ist so schön, Leute. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich lebe gerade absolut meinen Traum. Also diese letzten Wochen. Mate. Actually, dieses ganze Jahr ist so ein gutes bis jetzt, außer die Kehlkopfentzündungen. Das ist so ein geiles Jahr, ey. Oi, oi, oi. Mm-mm.
Ah, wer bist du? Hey, komm her. Wir können drüber reden, ne? Du musst mich nicht töten. Oh mein Gott, der will mich töten. Blöd! Der Pakt ist unter Damage, Bro! Das Ohren, Mann, ey. Finzen muss mich, Finzen muss immer aufräumen, nachdem ich sterbe. Ah, die sind alle tot. Nach dem Deck, du. Nice, ich krieg sogar noch den Assist, dann das sollte ein Nächster sein. Schau mal, der Arde Carry geht auch noch hinten hier. Finzen, jawoll! Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Die Gegner sind gebrochen. Schlechtes Movement aber von mir diese Runde, ja. Dann haben wir den Tolkien-Song hören. Ja, wo kann man den denn anhören, den Tolkien-Song? Ich meine, die sind ja nicht bei Spotify. Die sind ja nur in YouTube-Videos, sind sie immer nur mit Reactions praktisch dabei. Schöner Bait, Noe. Danke dir, Chef. Hat der Viewer oder Karma gewonnen? Der Viewer hat Karma in 4 Moves im 4 Gewinn geschlagen. Also keine Ahnung, was mit Karma los ist, aber er scheint nicht die hellste Leute zu sein hier, wenn es um 4 Gewinn geht. Man könnte schon fast vorwerfen, dass der absichtlich verloren hat, der Hadalum. Es könnte sich um Windtrade handeln. Ach was. Hier nach oben noch gesteppt wäre, ey, dann wäre er auch noch gestorben. Also, als sich etwa nicht über das Eingeteiltwerden gefreut hat, also ich finde, ich führe hier eine komplett normale, verständliche Diktatur. Und man kann sich doch auch mal freuen, wenn man praktisch für keinen Mehrwert zur Arbeit verpflichtet wird, oder? Also da muss man auch mal, also, verstehe ich so nicht. Ich glaube, ich hätte auch ein Auto mehr machen können. Ja, jetzt lass mal kurz anspannen und beenden, damit wir dann auf Toplane weitermachen können. Bei Toplane brauchen wir genau 100 LP, das wäre natürlich auch nice. Das Game, ich meine, wir waren sehr gut dabei, ich habe jetzt ein paar Fehler gemacht, ich spiele zu aggressiv gerade. Ich spiele auf jeden Fall aggressiv. Ja, das selbst für die Leona, die hat so gute Pressure. Ja, ja, die Leona spielt sehr, sehr gut, aber der AD Carry, ne? Der AD Carry ist halt nicht so gut. Scheint ein bisschen Autofill zu sein. Naja, gegen mich sehen die meisten AD Mains so aus. Yorick, Engel. Mann, wenn Yorick cool wäre, ich liebe Yorick. Ich finde, das ist so ein cooler Champion, Yorick. Aber der ist leider nicht besonders gut gerade, muss man sagen. Nein, noch ein Hit. Oder eh. Oh, Leute, da ist es. Da ist es. 400 LP auf AD Carry. Damn. Das ist echt huge. 410 LP sogar. Jetzt enden wir noch den, der gegen Karma gewonnen hat. Nice. Das, also ich meine, das Game hätte man auf jeden Fall besser spielen können. Ne? Ich habe das nicht optimal gespielt, aber wir waren sehr, 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 sehr strong. Das ist so big. Wir sind, also jetzt noch eine Etappe mehr und wir sind Grandmaster, ne? Ein bisschen mehr als eine Etappe. Aber dann wären wir Grandmaster tatsächlich. Das wäre schon krass. Das wäre schon krass. So. Gehen wir mal bei WhatsApp rein. Dann gucken wir mal kurz hier. Wir brauchen Toplane als nächstes. Wir müssen auf Toplane brauchen wir jetzt. Wir brauchen auf Toplane, glaube ich, noch 4 oder 5 Wins brauchen wir da. Ne, der P sind Challenger, ich glaube 800. Also wir haben die Hälfte zu Challenger haben wir jetzt. Die Hälfte zu Challenger. Den Tolkien-Song. Jetzt lass erstmal, das können wir jetzt gleich machen, ja. Wir müssen jetzt verschiedene Sachen machen. Also wir müssen jemanden aussuchen, der gegen Marquess spielen darf.
Und wir müssen ein Spiel aussuchen, in dem Marquez gegen ihn spielen darf. Dann müssen wir zusammen jetzt erstmal hier voten bei Denergy. Also jetzt schauen wir mal. Für wen voten wir denn? Also Hand of Blood schon mal. Tolkien. Tja, und sonst kenne ich leider... Oh, Maluna mit Geige, sehr gut. Unge und Metashi. Und wen noch? Wen noch? Wichtiger? No way. Na, man wählt sich doch nicht selber, oder? Das ist doch uncool. Man wählt sich doch nicht selber. Ist das Basti GHG oder welcher Basti ist das? Doch, Mann. Macht man? Okay. Thank for participating in the Folge. You have encountered results. Okay. Wir sind aktuell auf 1300 Votes, sind wir. Tolkien hat mehr Votes als ich, obwohl er überhaupt nicht gestreamt hat heute. Ach, cool. Da muss ja ein absoluter Banger sein. Wo ist der Tolkien-Song? Den schauen wir uns jetzt an. Den hören wir uns jetzt doch mal an hier. Tolkien Song Denergy. Okay. Bruder, ich slide in deine DMs. Dann schauen wir mal. DMs, verkauf mir die Rechte dran. Ich mach das zu einem Outro oder so. Das Lied brauche ich. Ja. Denergy ist hier. Oh, schick rein. Okay, warte. Das geht schnell. Chef, ich bin so gespannt aufs Lied, aber es kann nicht gut werden, wenn es so startet. Okay, jetzt schauen wir mal. Du bist der Faker, der Costa Sydney. Du machst für den Laker, du bist objektiv besser. Du bist der Herr der Augenringe, Tolkien. Und du Goblin, die Dummen ist du voll Selektor. Jeder Gegner kommt mir ein Stack vor. Und auch wenn es mal... Spector, jeder Gegner kommt mir wie ein Stack vor. Das ist schon geil, ne? Du bist der, der einen und die Siege bringt. Du! Und selbst der Dragoliker steht vor dir nieder. Du bist der Faker, der Caster Szene. Du machst wie der Laker. Du bist objektiv besser. Ich sag euch, es ist keine Competition, aber unsere Frau ist sehr viel besser, okay? Muss mal wieder arbeiten. Ich sag euch, wie das ist. Ist der Herr der Augenringe voll clean? Nee, halt, das ist schon nice, ne? Der ist echt talentiert. Ja, oh, das Ende ist geil. Das Ende ist mega goated. Dann war's, oder was? Faker und. Jetzt kommt's nochmal. Einmal dann rein in die Tune, ne? Aber Bruder, Alter, das hat geballert. Nochmal. Okay, hört's nochmal. Okay, also, Armin. Er ist schon ziemlicher Banger. Der ist ziemlich angereizt mit allen möglichen kleinen Feinheiten. Das macht Denergy so nice, ne? Also das ist ein richtig, richtig cooler Song. Wo sind wir? Wir sind Toplane, ne? Was brauchen wir? AD? Lass uns eine Runde Jace spielen zum Warmwerden. Die 8 Minuten müssen voll werden. Wieso? Was bringen einem 8 Minuten bei YouTube? Ich dachte, du brauchst 10. Nee, ist denn dein Song? Der kommt immer zum Start des Streams. Kannst einfach, wenn es dich interessiert, kannst du zum Start des Streams gehen. Mittlerweile nur noch 8. Nee, 8 wurde weniger gemacht. Ah, okay. Das heißt, du kannst mehr Werbung in 8 Minuten schalten. Nice. Ja, hier haben wir einen Streamer, den Didymons. Aber das ist unsere Diana. Ich hoffe mal, der spielt jetzt einen auf hier, der Kollege Didymons.
Jetzt auch mal anspannen hier, Kollege. Den Lions-Song besser muss. Na, der ist auch gut, Leute. Es ist keine Competition, ne? Aber. Nein, das ist keine Competition. Sind beides gute Songs. So. Hand of Song auch OP. Den habe ich auch noch nicht gehört. Den müssen wir auch noch anhören. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Spielst du eigentlich als Profi in Wettkämpfen mit? Ich bin nicht gut genug, leider. Leider, leider nicht gut genug. Ich wäre gerne gut genug, aber ich bin nicht gut genug. Im VOD hört man das Lied doch nicht? Doch, doch, das hörst du zum Start des Streams. Kannst einfach aufs VOD gehen. Enos ist sehr krass. Können wir nach dem Game anhören, wenn ihr wollt. Halt, jetzt haben wir vergessen, dass wir ja noch einen Gegner für Marquez brauchen, um Gottes Willen. Und ich habe vergessen zu essen. Twitch-Chat! Ich hätte doch essen müssen. Nein, nein. Ich habe vergessen zu essen. Oh mein Gott, Twitch-Chat, ihr lenkt mich so ab mit eurem ganzen Scheiß hier. Jetzt muss ich während dem Game essen, ne? Das habt ihr jetzt davon. So, Marquez, na, nach dem Game. Nächste Runde dann. Minions have spawned. Oh ja. That is it. Hin und zurück ins Banger. Hören wir uns nach dem Game an. Hören wir uns nach dem Game an, Leute. Light our path. So. Alright, let's go. Eintracht heute 3-0. Ich hab's mitgekriegt vorhin im Chat. Das ist actually insane, Mann. Freut mich riesig. Stellt euch vor, Eintracht oder SK Prime holen fucking die EO Masters. Was das für die deutsche Szene bedeutet, was das für unser Team auch bedeutet, dürft ihr ja nicht vergessen. Wie crazy unser Team das dadurch wäre. Ja, das wäre schon cool zu sehen. Ein bisschen traurig auch, weil dann wir waren so nah dran, aber ja, cool. War nicht der Minion, den ich hitten wollte. Schöner Neuing sein. Wir wissen aber, dass er den links geskillt hat, ne? Den Lightning Rush. Das heißt, er ist kein leichter Kill und Kindred kann natürlich sehr leicht hochkommen und uns punishen. Ich weiß nicht, ob die Ivan invaden würde. Ich glaube nicht, ne? Einmal collected er halt alle seine Sachen. Ich glaube, wenn, wird sie eher top ganken. Wir gehen gleich mal kurz ihren Blut checken, oder? Ah, sie ist mit dagegen. Okay. Wir können weitergehen. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, einfach schnell den Reset zu nehmen und eine Tier zu cheesen, ja. Die Lara ist schon am Üben für morgen. Really? What? Ja, fleißig. Sehr, sehr fleißig. So lobe ich mir das. Ich weiß immer noch nicht, was die beste Methode ist fürs Coaching. Also von einer kompletten Anfängerin, die gar keine MOBA-Vorerfahrung hat. Bitte hör den neuen Song von Laura Müller an. Wer ist Laura Müller? Ist das auch einer von den Denergy-Songs oder was? Wer ist Laura Müller? Und schon weiter siegen hier, wenn wir können. Nice. Hey, die Chick vom Wendler. War Wendler nicht dieser Schlagersänger / irgendwie Aluhut-Schwurbler? War das nicht Wendler?
Actually, sehr, sehr krasser Damage da von ihm, muss ich sagen. Weiß nicht, ob man hier in dem Game nicht Mercs rushen möchte, sogar. Bin mir nicht so 100% sicher. Sehr knapp hier auf der anderen Seite der Map. Ich hier Mercs rushen? Das kurz reinpushen, nochmal resetten gehen. Ne? Ich glaube, wir sollten einfach Mercs rushen in dem Game, ehrlicherweise. Das ist zwar Damage-wise jetzt nicht so die große Offenbarung, aber dann können wir einfach weiter jetzt chillig ein Lead aufbauen. Also, der Midlaner ist Level 4. Okay, Level 5. Oder wir gehen einfach Eclipse. Lass uns einfach Eclipse gehen. Bisschen aggressiver, das sollte trotzdem gut sein. Mach den Zug ruhig mal an. Okay, ich mach ihn an, warte. Laura Müller. Superstar. Time to make a stand. Bro, what the fuck is that? An enemy has been slain. Das OnlyFans? Macht die OnlyFans? War das nicht irgendwie eine, die richtig gut bei irgendwie Germany's Next Topmodel oder so dabei war? Oder bin ich blöd? Bin ich irgendwie bei Germany's Next Topmodel dabei? Was ist denn das für eine Scheiße, Bro? Denn ich bin doch... Was ist das denn, das ganze Ding? Was ist das? Bro, ne, kann ich mir nicht anhören. Sorry, also danke für den Request, aber nicht in diesem Leben. Nicht in diesem Leben. Das ist absolut horrendous. Ja, Leute, das ist schlechter als dieser It's Friday Song oder Hot Problems. Das ist noch schlechter. Aber nicht ein bisschen schlechter, sondern das ist literally viel schlechter. Wer ist denn? Wo ist er? Shit, oh? Das ist dieser Mira vom letzten Game, ne? Die Diana. Ich finde das Lied sehr schön, ja, ich auch. Es ist wirklich. Also persönlich hat mich das einfach zum neuen Verständnis gebracht, yo. Ich fand's auch sehr schön, Bruder. Das ist einfach geil, wenn Künstler und Künstlerinnen so diese selbe spirituelle Offenbarung, wie man selbst haben kann. Yo.
Ich weiß, was ihr wollt. So, aber dann müssen wir uns konzentrieren, ne? Ich mache das kurz an und dann müssen wir uns auch konzentrieren. So. Der Nenner-Song von mir ist insane, tatsächlich. Also das ist ein absolutes Meisterwerk. Also ein absolutes, das ist echt insane. So was von super super tot, ja. Ich stehe, wenn ich das Q-Dodge. Nee, ich bin immer tot. Das war so dumm. Ich hätte einfach Max rushen sollen. Ich stehe 0-2, ich inter. Oh Mann, ey. So dumm. Ich hatte die Wave noch für Eclipse gebraucht. Hm. Auf der Haben-Seite habe ich jetzt fertig gegessen. Nice, good job unten. Finde das, glaube ich, über den, sah ja so aus. Das heißt, die wird hier sein, bei den Gubis, bei den Quarks, meine ich. Never a wrong step. Ist leider alles schon weg. War leider Full Focus jetzt. Ich bin ein kleiner Palster hinter die Runde, aber das ist kein Problem, wir sind Droplane. Ich glaube, das ist zum Glück nicht so wichtig. Ja. Petro. Wenn ich jetzt im Gegnerteam wäre, die könnten mich eigentlich schon sehr gut punishen oben, oder? Ja, JP, danke dir. Genau, was ich meinte, damit sie können mich wahrscheinlich relativ leicht killen. Damn. Also in den guten News habe ich fertig gegessen. Das ist schon mal huge. In schlechten News stehe ich 0-3, aber mein Team ist stark. Also wir sind am Chillen. Wir sind am Chillen. Es ist my bad. Voll my bad. Dumme Tode genommen. Dumm. Ja, wir können es holen, Leute. Also heute nach Moldau hin, heute der Stream wird nicht so lange gehen, Leute. Spätestens so 12:30 heute. Ich wollte ein bisschen kürzer treten jetzt, nachdem ich so extrem hart gepusht habe die letzte Zeit. Das ist auch noch alle. Wenn du Final Fantasy zocken, gibst zu. Da sage ich jetzt nichts zu, ne? Wie ich meine Freizeit nutze, ist ganz sogar mein Bier. Sagt so sehr. Wie insanely unlucky das war, ne? Das war so insanely unlucky. Ich versuche auf die Kinder zu treppen, aber die Kinder dann auf mich getrappt. Weil die, also die wusste ja nicht, dass ich da bin. Die wusste es nur wegen der Lilü halt. Ich hab TP, wenn ich spawne. Mann. It's okay. Na, für Drake spielen im besten Fall, ha? Huh? Die Lara-Coaching mit einer Aufgabe morgen. Das wird auf jeden Fall interessant, das die Lara-Coaching. Ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme für sie. Das ist natürlich schwierig, ne? Sie hat ja keine Vorerfahrung mit MOBAs.
Und dass es halt für sie also angenehm ist und Spaß macht. Das ist ja das Allerwichtigste. Es muss halt Spaß machen vor allem. Weil du bist nicht von heute auf morgen ein guter League-Spieler. Ja. Mal Final Fantasy Race. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Game zum Streamen ist. Aber zum selber chillen, das ist ein cooles Game auf jeden Fall. Das kriegst du nicht jetzt. Ups. Never mind. Er ist ein bisschen gefeedet, I guess. Ich dachte nicht, dass er mich mit Eclipse-Schild und Mercs killen kann. Krass. Aber er hat auch drei Crews getroffen, muss man sagen. Die zwei sind halt gigafett, ne? Die Kindred und der. Und jetzt kriegt er halt First Turret oben. Scheiße, Mann. Ich hätte einfach durchziehen sollen auf den Turret, ich Buffoon. Einfach durchziehen müssen, na, ist super bad. Super, super bad. Ja, wir müssen jetzt erstmal warm spielen, ne? Auf der Position. Erstmal ein bisschen warm spielen, ja. Wir haben AP Ivan, sehe ich gerade. Interesting. Wir haben Attila im Team. Wait, ich habe Attila im Team. Wait, das ist ja ein richtiges Eindruck, Lobby, was? Aber Attila. Nice. ADK habe ich schon geschafft. ADK sind wir fertig, ja. ADK sind wir fertig. War das Dutchball-Game schon? Das war schon, ja. Kann man auch auf YouTube nachschauen, ja. Ich hasse mein Leben. Fucking hell. Wieder Sachen, wenn ihr kriegt den Plan. Ich weiß nicht, ob ihr es schafft. Boah, wenigstens hat der Ken die Single-Ult für mich verwendet. Das heißt, wir kriegen Herald, aber. Oh. Überleben. Das Game sieht echt nicht gut aus. Die haben so krasses Scaling. Und durch meine schlechte Lane sind die echt weiter ahead. Die einzige Chance, die wir haben, ist halt ein insaner Fight von der Samira. Aber die muss gegen Kennen, Lissandra, Lulu einen insane Fight spielen. Und Kindred Ult. Und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich meine, es ist Attila. Attila ist ein insaner Spieler, aber ich weiß es nicht. Wäre morgen nicht was in dem Game. Ja, klar, Maus ist schon sehr, sehr gut hier. Aber es löst jetzt mein Problem nicht. Ich habe halt kein Gold, weißt du? Ich habe einfach kein Gold. Ich brauche jetzt erstmal, muss ich Mana-Mono bauen, damit ich überhaupt Damage habe. Und dann können wir weiter gucken. Tier 1 nehmen, die werden Mitte wahrscheinlich weitergehen. Ich glaube, ich nicht, dass sie wählen können. Ich habe TP, aber es macht nichts, oder? Lover of the Russian Queen. Bubble like a preacher. Raus. Bitte pushen, top pushen, bot pushen, überall pushen. Ja. Nächstes Album Edge vielleicht.
Your team has destroyed a turret. Er hat keinen Flash, der kennen, aber er, dem seine Ult zerreißt alles aktuell. Also wirklich alles. Die Kindle ist schon wieder beim Mark. Die ist so gierig, ey. Das macht sie echt gut. Ich weiß nicht, wie viele Marks hat die eigentlich schon? Die hat 8 jetzt. 8 ist ziemlich krass, oder? Ich glaube, 8 ist richtig krass. Das war ein sehr unnötiger Flash. Können die Nashen ohne Top? Ohne Jungle? Nehmen aus, ne? Krass, dass sie da nicht den, also für mich blockt. Nice. Oh, die hatte Cleanser. Nein, Attila. Er hat so geintet. Wenn er geklänzt hätte, killt er alle da. Tatsächlich. Oh nein, Attila. Nein, nein, nein. Das war so eine große Chance. Kennen wir nicht da. Kinder tot. Das wäre ein clean Triple gewesen. Oh nein, Attila. Die alten Knochen, ne? Die machen es nicht mehr so wie früher. Ja? Da wäre der wichtige Kill gewesen, dann natürlich. Hm. Das mit Twitch aufpassen hier. Okay, Nash. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wenn wir Nash hier kriegen, haben wir eine Chance in dem Game. Dann haben wir eine Chance, Leute. Das Wichtigste ist, dass der Cannon nicht ins Fit kommt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in den Cannon reinlaufen müssen, oder? Würde ich sagen. Wir müssen aufpassen mit Cannon. Ich weiß nicht, ob der Flash hat. Der Cannon ist sehr gefährlich. Schöne Arbeit, Daisy. Schön. 4-4-4 ist okay. Wenn wir Nash gekriegt hätten, 4-4-5 meine ich. Wenn wir Nash gekriegt hätten, wäre es nicht huge gewesen. Aber so ist auch okay. So ist auch okay. Hey, Mark Mehmann, German Import. Evil Chefmann. Vielen lieben Dank für den Support. Ja, schön, dass du da bist, Chef. Ich will jetzt nicht backseaten, aber hättest du dich aus der Kindheit eher rausnocken können. Klar kannst du sie rausnocken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie rauskriegst, ist nicht so hoch. Während die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, wenn du am Ende der Kindred-Ulti dein E verwendest, auf den gegnerischen, auf die Kindred, dann kannst du nicht sterben. Das heißt, du wirst immer überleben und sie ist tot. Weil sie wird kurz CC'd, das heißt, sie kann dich nicht hitten. Das heißt, du bist immer fein und sie ist tot. Während davor, wenn du deinen CC halt wastest, dann kann es halt sein, du stirbst danach an einem Autopo.
Also ihr seid einfach fürs sicherere Play in solchen Situationen eigentlich immer. Wir werden für Nash gehen hier. TP. Wirkt sehr so, als wären wir outscaled, ne? Auch mit Twitch Lulu und so auf der Botlane. Wirkt leider sehr outscaled hier, muss ich sagen. Davor nicht gemacht, oder? Ich muss sagen, er ist echt keine gute Samira, ne? Was machen? Dann müssen wir einen Twitch noch was machen, ja, vielleicht eine übernehmen. Der Ken geultet oben, weil sonst hat er jetzt hier einen Quadrack hier auf jeden Fall. Ja. Nee, Twitch ist ja absurd, ja. Den Fight haben wir richtig, richtig hart gecarried tatsächlich, weil ich die Lissandra-Ult rausgekriegt habe. Die Lissandra, also ich hier geforst habe und low gekriegt habe. Und wir haben die Twitch-Ulti bekommen auf uns. Also das war ein richtig guter Fight. Ja, wait, ich wollte nicht potten. Wait, wie habe ich gepottet? Wait, what? Wait, wie habe ich denn gepottet? Wait, kann mir irgendwie. Kann mir einen Clip machen? Wie zur Hölle habe ich da gerade gepottet? Ich will doch nicht so früh potten. Ich habe doch noch gar keine Items. Hä? What do you mean? Warum klebt mich der Wolf alleine? Hä? Das verstehe ich, also ich verstehe nicht, wie ich da den Pott gekauft habe. Sieht er, kann mir das irgendwie erklären? Okay, wir sehen, ich kann. Wow, das ist sehr fett. I don't understand, wie ich den Pott gekauft habe. Enemy killing spree. Wir müssen einfach. Wenn die rauskommen, ist das fein. Das. Können wir hinter die Porten? Weit, den wir wollen?
mir ist ein Mond. Scheiße, Mann. Nein, wir müssen halt, dieser Mira muss auf den Twitch draufkommen, irgendwie. Time to make a stand. Nice. Und wir sollten damit den Dreh bekommen können. Aber das können wir Nash auch noch nehmen damit. Ich glaube, wir müssen es probieren. Geht einfach wirklich darum, können wir für die Samira den Reset forcen? Könnten Nash auch machen gerade, ehrlicherweise. Können das natürlich auch reinbeten hier überall. Saven. Allerdings geht jetzt gerne. GG, Leute. Oh, wie bitter, ey. That is so close, that game. That is alles so close. Oh, wenn ich das Early besser spiele, Mann. Wenn der Ken nicht so fett wird, ist das ein Win, Direkt auf Toplane gewechselt, direkt der erste Lose, God damn it. Was ne Klatsche hier. Was ne Klatsche. Wer hat am besten gespielt? Wahrscheinlich der elektronische Schuh, oder? Danke an Framfire für den Support. Jetzt würde mich echt interessieren, wie ich da den Pott erwischt habe. So eine Scheiße. Das wird schon. Ja, ich meine, das Game war nicht gut. Nächstes wird besser, Leute. Nächstes wird besser. Let's see. Wie zur Hölle habe ich denn hier den Pott gehittet? Boah, ist das unlucky. Ich meine, das ist so... Ich klicke zum Laufen auf die Toplane, setze den Movement-Befehl, irgendwie geht der Shop nochmal auf und ich komme genau auf die... Schau dir das an. Ich klicke zum Laufen und da ist er gekauft. Das ist irgendwie 0,1 Sekunden. Ich meine, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Ne? Versteht mich nicht falsch, das hat keinen Unterschied gemacht, aber das ist irgendwie 0,1 Sekunden oder so ist das. God damn, Don Waldorf, vielen lieben Dank, willkommen.
Die Lara Smurf. Okay, schauen wir die Lara Smurf an. Die spielt wirklich einfach League of Legends. Yes! Eine weitere Person für League of Legends akquiriert. Das ist einfach, das ist das Tutorial, ne? Okay. Skillshot, okay. Alles getroffen. Okay, und jetzt? Rein in die Ulti? Ja. Oh, mit den Autotext arbeiten hier, sehr stark. Muss sagen, sieht jetzt schon besser aus als bei Eli. Sieht jetzt schon besser aus als bei Eli, muss ich sagen. Einer von uns, ja. Und da geht die Region rein hier. Alter, das ist schon next level hier, muss man sagen. Jetzt schon besser als 50% des Chats mindestens, ne? Wenn nicht mehr. So, der Point war es zum Win. Okay, wir haben es auf AD Carry geschafft. Jetzt sind wir auf Toplane, sind wir ein gutes Stück weg. Aber hey, es könnte noch werden. Es könnte noch werden, Schritt für Schritt. Heute immer Master verfolgt. Ich habe es im Chat gelesen, dass, ich weiß nicht, wie SK steht, aber ich weiß, dass Eintracht 3-0 gespielt hat. Und das muss wohl sehr, sehr dominant gewesen sein. Also sehr stark. Ich meine, die haben eine sehr leichte Gruppe. Ich glaube, die leichteste vom Turnier. Das heißt, die richtigen Tests kommen später, wenn sie gegen Top-LFL-Teams spielen, also gegen das 1-2, würde ich sagen. Ich glaube, sie haben nur ein schweres Team und das sind die Gentlemates. Und die sind, glaube ich, dritter oder vierter Seed aus der LFL. Also das ist trotzdem natürlich sehr respektabel. Vor allem, dass sie müssen wohl sehr dominant gewesen sein. SK hat gegen KC gewonnen. Wow, das muss ich mir anschauen. Really? Das ist krass. Das ist echt krass, muss ich sagen. Na, Dennis läuft gerade der Abschnitt, welche Lieder auf das neue Tape von ihm kommen. Ich weiß, ja. Deswegen ist die auch bei mir oben angeheftet. Weil ich natürlich ganz gerne gewinnen würde, nicht wahr? Naja. Da würde ich natürlich ganz gerne gewinnen. Denergy Henno-Song. Oh ja, den Henno-Song wollten wir noch anschauen. Ja, guter Call, guter Call. So, Essen. Gegessen habe ich während dem Game tatsächlich. Wir machen jetzt den Denergy Henno-Song. Ja. So, wo gibt's da ein Video von Henno dazu? Nee, ne? Nee, der hat kein Video dazu gemacht, sondern. Aber so, jetzt aber richtig, Chat. Denergy hat ein Video dazu gemacht. Ja, dass wir Tolkien stimmen, haben wir. Aber ich habe ich auch schon vorgebracht. Das wäre natürlich, haben wir für Tolkien gestimmt. Auch ein Banger-Song, Jetzt eine geile Runde Twitch gehört, dann bin ich zufrieden. Ja. Du stehst. Was machst du? Ich war voll drin, Alter. Ich hab. Alter. Musikvideo. Ich glaube, jetzt hier irgendwo ist es dann, ne? Hier irgendwo. So, warte. Erst muss ich ganz kurz picken, aber wir spielen. Wir brauchen AD Top gegen Quinn. Irelia? Nee, ne? Was ist mit Yone gegen Quinn? Dann einfach mal eine Runde Malphite, aber wir haben zu viel Physical Damage, wenn ich Malphite gehe. Lass mal eine Yone spielen auf Top. Noch Zeug. Nein, es gibt keinen wie dich. Oh, spannender, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Ich hab mir dieses Mikro so in meinen Mund geschlagen. Hat das wehgetan, Digga. Ich hab eigentlich nur geheult durch das ganze Musikvideo. Ich so, hat jemand Medikit, Digga? Let's go, Chat. Let's go. Dieses Video enthält flackernde Bilder und Farben. Krass. Und die Cam geht einfach nicht. Mit Musikvideo. Warte. So? So, besser? Ja, du kannst dich ja bei dir einstellen. Cool. Da ist ein Banger. Mate.
Also alleine dieser Opener, das ist ja wahrscheinlich der Refrain, oder? Der ist richtig krass. Das ist ein richtig krasser Refrain. Auch wenn die Hand schon voller Blut ist und was sich sonst keiner traut, Herr, nur tut es. Nein, es gibt keinen wie dich. Das Zimmer ist nicht mehr leer. Was dir bleibt, ist der Fliesentisch. Und der Kreis der DDR. Das ist frei, jeder Gegner schlitz, schlitz. Und das Rad der Qualen, nein, es bricht dich nicht. Nein, Spandau und Blut, so wie jeder hier. Spandau und Bock, wir essen jedes Bier. Oh, oder der davor ist insane, oder? Nee, warte, wie ging der? Oh Gott, Henno. Jetzt war doch nicht so ein schlechter. Okay, können wir jetzt nicht weiterschauen, weil wir im Game-Pop, aber das, also der Refrain ist insane, hä? Sehr, sehr krass. Beste Energy-Lied, no, das ist ein Banger. Es ist auf jeden Fall ein Banger, ja. So. Welcome to Summoner's Rift. Hey, Adelholzig, vielen lieben Dank für den Support, ja. Schön, dass du mit dabei bist, Leute. Deins am besten. Nee, das ist schon sehr, sehr gut. Ne? Ich meine, natürlich, meins gefällt mir natürlich sehr gut, weil einfach so viele Easter Eggs für mich und meinen Kanal dabei sind. Das macht halt Spaß, ne? Offensichtlich. Aber das ist ja bei den anderen genauso. Ja? Also, da kennt man dann vielleicht nicht alle. Stegi die Lara ist am besten. Okay, das können wir auch noch anhören gleich. Okay, wir hätten Second Wind gehen müssen statt Bone Blading, ne? Hey, Eprox, vielen lieben Dank dir für den Support. Der hat sich etwas verwundert, wie er allgemein so viele Stimmen im Poll hat. Naja, ne? Das muss alles Zufall sein und kein Wahlbetrug. Kein Problem, ne? Aber das kennst du mit meinem Crew tatsächlich voll. Du hast gelernt. Es ist sehr, sehr dumm, hier keinen Second Wind zu haben. Das wird uns kosten. Echt hart an hier. Gestern meinte jemand im Chat, Quinn sei jetzt broken. Aber er hat nicht genau gesagt, warum sie jetzt broken sei. Das war dumm. Das wird richtig viel HP kosten. Wir haben halt einen Jungler, der gar nicht helfen kann im Early. Das heißt, das wird eine sehr, sehr raue Laning-Phase für uns hier, Leute. Ich muss nicht gedived werden, sie hat echt Neid halt. War sehr viel Last Hits abgeben hier, leider. Mein Prime kam nicht ganz rein. Das war so close, ne? Ich hätte flashen sollen. Das war auch fast Level Up, ne? Ein Minion war Level Up. Ein einziger Minion. Die war leider schon Level 4. Nicht worth. Nein, was heißt nicht worth? Worth, da, aber. Ach, nicht optimal. Playlist wechsel mal. Ja, wir können gucken, ob wir die Playlist ändern. Aber nicht jetzt. Na, im Game kann ich gucken. Können wir ein Voting machen, könnt ihr für irgendwas stimmen. Nice. Greg Ventor? Na, mag ich nicht den Champ. Langweilig.
Mein Weg geht in die falsche Richtung, wenn sie mich eht? Really? Das ist ja cool. Mein W wird einfach umgedreht und geht in die falsche Richtung. Das muss ich nicht. Weil der Charakter kurz gedreht wird. Peter, hat das gesehen? Das ist schon cool. Das ist dann, ist das auch so für Champions wie Rumble zum Beispiel, die abhängig sind von ihrer, der Richtung, in der sie sich, der sie facen, super wichtig. Geht auch bei TFQ, man lernt nie aus, ist das Schöne an League. Man lernt einfach nie aus, es gibt immer was Neues. Wusste ich nicht. Achso, er ist nicht gekommen. Ich hab mir Ulti geholt und dann wollte ich mit Ult rein halt. Ja, das geht natürlich nur, wenn sie möchte. Die Gwen, also unsere Gwen ist extrem gefeedet hier. Ja, das ist sehr, sehr nice. Sind einfach Level 6 auch schon. Holy shit. Wolltest du die Wave reindrücken und dann einfach resetten gegen euch? Mal einmal zurück. Oh mein Gott, sie hat genau in der Sekunde den Wurf, wenn Fleet macht, gekriegt, um rauszukommen von Fleet. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt verdammt ärgerlich. Und die werden Mitte werden, das ist ein 2v1 sogar. Und Botlane verliert ein Tio. Wir haben eine gefeedete Jinx. Eine sehr gefeedete Jinx haben die. Die haben eine gefeedete Midlane. Wir sind Toplane even gegen Quinn, was glaube ich sehr, sehr gut ist. Isildur, danke dir für die 67. Schön, dass du seit all den Jahren dabei bist, Jimmy. Nehmen wir die Quinn-Runen gesehen. Conqueror, klassisch. Klassisch Conqueror. Unser Supporter ist leider schon am Infrieden. Der ist schon AFK ein bisschen die ganze Zeit. Das ist echt schade, aber wir können wirklich gewinnen. Also es ist nicht verloren, das Game, wenn er spielen möchte. Es ist wirklich nicht verloren. Also ich meine, er muss nicht Infrieden. Ja, wir haben eine gefeedete Gwen. Wir haben eine gefeedete Gwen und wir haben einen Galio dazu, also. Scheiße, die waren leider schon zu dritt oben. Instant. Ich weiß nicht, ob ich. Ich hätte nicht flashen sollen, wahrscheinlich, ne? Das war dumm, zu flashen. Jetzt. We can win. So. Das ist einfach permanent AFK, der Blitzcrank. Das ist echt heftig, ja. Wie oft wir das haben in Master. Also wie oft du solche aktiven Inter hast. Der geht nicht mal mehr Bot. So, der geht nicht mal mehr Bot. Also der ist ja full on trolling, der Blitz. Der weigert sich, das Game zu spielen. The haunted coward behind the hunt.
Ich meine, er hat einfach jetzt, der ist einfach permanent AFK auf der Map in Wischen und tanzt den Macarena, anstatt zu spielen. Der ist permanent AFK einfach. Wieso ist der Blitz denn so mad? Ich glaube, die sind auf Botlane einmal gestorben. Movemented. Überleben, die ist tot. Und dann kann ich es da denken. Wird besser. Die Kaiser loben, weil die muss auch 2v1 lane. Also, das ist stark, dass sie noch nicht AFK gegangen ist. Muss man auch mal wertschätzen, wenn ein AD Carry nicht Mental geht. Und dann gehen wir nach unten gegen die gefeedete Akali und werden da auch die Fresse kriegen. Der Flow, vielen lieben Dank. Willkommen. Nice, gut Job oben. Wenn sie stirbt, aber das nehmen wir. Danke an Tyson für den Support. Willkommen, Tyson. Ja, also gegen die Akali, wir können natürlich nichts gegen die machen. Ne? Die wird uns, also das ist ja eh ein Counter für Jon Akali. Akali aktuell auch absolut Gigabasto als Champion. Oh. Schritt ist die Gwen. Pushen. Können wir ein Plättchen oder zwei nehmen unten? Ich hätte hoch DPen können, aber ohne Ulti und ohne Flash. Ob das so worth ist. Das ist sehr, sehr low Chance, dass das für uns funktioniert. Was sehr, sehr gut sein könnte, wäre, wenn die Jinx und der Braum jetzt nicht direkt Botlane roamen. Ah, dann gibt's auch noch den Schirm. Wenn er sich vor mich stellt, überlebe ich. Wenn ich die Ulti treffe, kill ich sie. Schade. Mach mal mit. My bad. Die haben sich Drake gegönnt. Das ist der zweite Drake. Und wir steuern auf eine der besten Seelen mit Hextech-Seele zu. Der Galio ist halt auch massiv unter Druck, ja. In die nächste will er noch reindrücken. Jon so frech. Ich glaube, statistisch gesehen ist Jon nie broken gewesen. Ich glaube, der ist immer noch nicht broken. Der ist bloß halt, also der hatte halt sehr toxisches Gameplay, vor allem wenn er ahead kommt, muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass der jemals broken war, statistisch. Sometimes to save someone, nice, gut doch. Aufpassen. Oh, da weit mir gekommen. Und dann werde ich ja nicht einfach wirklich so, ne? Oh shit, bin ich tot? You
Ja, Quinn sollten wir vielleicht auch mal probieren. Das wird echt broken. So ein bisschen. Kleine bisschen? Kleine bisschen broken? Maybe? Soll ich Gauntlet gehen vielleicht? Als zweites Item. Maybe. Kein Flash, die sollten sie haben. So noch ein E connecten. Ja, ich stehe, vielleicht braucht er noch was. Nice, well done. Ich könnte noch erst Infinity gehen. Ich glaube, wir machen erst Infinity und dann Iceborne oder Strike. Das spielt der Ionen Quinn. Ja, ich dachte, das wäre besser, das Matchup. Ehrlicherweise. Das war einfach dumm. Ich weiß nicht, was der perfekte Counter gewesen wäre für sie. Ja, ich glaube nicht, dass Quinn broken ist. Nein, aber die ist vielleicht, ist sie spielbar. Ich glaube nicht, dass sie broken ist. Nein. Das meinte bloß einer bei mir im Chat, meinte, dass die broken ist. Ich glaube nicht, dass die broken ist, ehrlicherweise. Ich glaube halt, die snowballt sehr hart und ab einem gewissen Punkt ist sie halt ein AD-Carry und AD-Carry scalen halt sehr, sehr gut. Muss man einfach sagen. AD-Carries haben schon immer sehr, sehr gutes Scaling gehabt. Stark von ihr gespielt war. Und wenn die rauskommen, man weiß es nicht. Richtig worth die Quinn. Kriegen ein Pit 2 wenigstens. Jetzt die Quinn. Gehen wir resetten. Einfach resetten. Und ich glaube, Iceborne Gauntlet ist aber sehr, sehr gut für später. Mal vor der Ohren. Ja, Melpet habe ich drüber nachgedacht, aber schau mal, wie viel Magic Damage wir haben. Wir haben Magic Damage. Und Kaiser ist einer der AD Carries mit dem meisten Magic Damage. Das heißt, meine Idee war, ich darf hier nicht für Magic Damage gehen. Das heißt, ein Tank ist keine Option, weißt du? Das war meine Herangehensweise. Gott, dass du zwei Cans direkt hintereinander verfehlen, das finde ich schon sehr schlecht, muss ich sagen. Was ist mit Bot? Ich könnte hinter die Porten, wir killen sie. Geh für Mitte. Okay. Das sieht ein bisschen an GD aus. Ich hätte einfach direkt ulten sollen auf sie. Hey, stark von der Kaiser unten. Bin so weak die Runde. Das war echt nicht der Pick. Wir haben so gut auf AD performt. Jetzt die Top-Lane-Games sind echt shit von mir beide schon. Die sind gar nicht gut, Leute. Die sind wirklich gar nicht gut. Die sind leider gar nicht gut. Ich sollte allgemein auch keine Ionen picken. Ne? Mein Ion ist nicht gut genug. Und Ion ist auch einfach kein guter Champion aktuell. Das muss man einfach sehen. Der ist statt. Also, ich glaube, der ist 48% Winrate oder so. Du musst den so gut können, damit der wirklich was macht. Und das kann ich halt leider nicht. Ich mag den bloß gern. Ich finde ihn sehr cool zu spielen. Vielleicht mal Titel ändern? Wieso? Läuft doch heute gut. Aber ich bin tot, oder? Die ultet jetzt einfach und chase mich. An
Wie hat das Kuh nicht getroffen? What do you mean, Bro? What? Die wäre tot gewesen, wenn das zweite Kuh connected, weil dann stand sie das nächste. Wie? Wie hat das zweite Kuh nicht getroffen? I do not understand. How? Ich verstehe es nicht, wie das nicht getroffen hat. Ich verstehe es absolut nicht, wie das nicht getroffen hat. Das macht keinen Sinn. Der war doch genau drauf. I don't understand. No sleep, no rest. There is no time. Ich meine, jetzt brauche ich halt eine Menge Armor. Wenn ich eine Menge Armor noch kriegen kann, geht vielleicht was. Aber. Halt jetzt Iceborne oder Stride brauche ich gleich. Im Replay ist es auch genau drauf. Ja, das könnte mir einer erklären, wie das nicht getroffen hat, bitte. Ja, das wäre schön zu wissen, wie das nicht getroffen hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir hatten so einen guten Tag. Warum habe ich die Rolle gewechselt? It's a tragedy, boys. Wir müssen den Drake damit kriegen, wenn wir eine Chance haben wollen. Wir müssen den Drake damit kriegen, no! Den Drake kriegen haben wir eine ganz kleine Chance zu gewinnen. Eine ganz kleine Chance. Der Gallio wollte da schon das Game öffnen, ne? Der war schon AFK. Hat man gesehen. Der wollte das schon öffnen. Ladder Game. Ja, das ist Ladder Game. Ich meine, wir haben den Drake, aber wir sind alle tot. Die Jinx hat uns alle aufgeräumt. Da. No. 30, ne, die schaffen es locker zu enden. Wir haben auch noch den einen Turm. Schade, Das ist echt schade. Auch da wieder, wir sind ganz gut jetzt zurückgekommen. Na gut, am Ende einfach einmal Luck Collected, ne? GG.
stark von den Gegnern. Sehr, 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 sehr stark. Also die Jinx ist ein absolutes Monster. Boah, wir stehen 0-2 auf Top, Leute. Oh, that is rough. That is aber ganz rough, ey. Aber auch verdient, 0-2. Auf ADC haben wir heute fast alles gewonnen. Jetzt kriegen wir gerade die Quittung hier auf Top Lane. Ist Jon schwierig auf der Mitte? Jon ist allgemein, der Champion ist sehr cool und der snowballt auf eine sehr toxische Art und Weise. Aber Jon von behind zu spielen, ist eine der schlechtesten Erfahrungen in-game, die es überhaupt gibt. Weil der halt nichts machen kann. Und dieser Champion ist seit, ich weiß nicht, der ist seit Ewigkeiten tatsächlich statistisch gesehen einer der schlechtesten Champions im gesamten Game. Seit irgendwie x Patches. Und die Leute trotzdem denken, dass der völlig broken ist. Aber der ist tatsächlich nicht gut eigentlich. Ihr solltet den wirklich nur spielen, wenn ihr ihn sehr gut beherrscht. Und natürlich, wenn ihr mit Jon ahead seid, dann ist der unfassbar unerträglich fürs Gegnerteam. Ihr könnt nichts gegen ihn machen. Aber er ist einfach so schwierig mit ihm zu managen, dass du ahead kommst und das Game gewinnen kannst. So. Ja, Damage Output ist aber auch wirklich toxisch im Late. Ja, der, also Jon kann sehr toxisch sein, auf jeden Fall. So, ich will jetzt den Q-Miss nochmal sehen. Wie zur Hölle hat das nicht geklappt? Wer kann mir sagen, wie dieses Q verfehlt haben soll? Look at this. What? What do you mean? Höhenunterschied, Leute, aber Höhenunterschied, ihr seht ja, dass meine Maus ist ja auf, also, die war ja auf, als ich gekurt habe, auf ihm drauf. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das Argument. Bei High Ground, Low Ground geht es doch darum, dass du teilweise, wenn du mit der Maus nicht auf dem Target drauf bist, es sieht dann, also der sieht halt wegen dem High, Low Ground aus, als wäre er drauf oder nicht drauf. Weil, also, da wäre der Skillshot doch woanders. Nee, I don't understand. Like, look at this shit. Tatsächlich, das verhindert, dass ich sie da kille, ne? Das ist schon ziemlicher Bullshit. Du bist blinded? Ja, aber das Blinded von Quinn hat keine, hat, also das hat nicht diese Auswirkungen. Wie lange dürfen wir heute das Gameplay wollen? Heute wird ein kurzer Stream tatsächlich. Heute wird ein kurzer Stream nur. So, ich muss jetzt eins gewinnen. Wir gehen jetzt Gragas spielen. So. Ich spiele mal Z, please. Leute, Z ist absolut Dogshit. Den würde ich nicht mal freiwillig spielen. Also der Champ ist wirklich absolut Ass, ey. Da müsstet ihr mich bezahlen für, dass ich den spiele. Absoluter Trash-Champion. Danke an Saftladen für den Support. Willkommen. Den Hano-Song haben wir doch schon angehört, C4. Endwon, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Wenn du Belveth Main bist, dann spiel Belveth, Bro. Ich will jetzt gewinnen, Leute. Ich will jetzt gewinnen. Wir sind 0-2. Wir hatten heute einen super guten Tag, aber Toplane ist Struggle gerade. Z ist gut. Q, G, da macht damit gut Punkte. Wer zur Hölle ist Q, G? Ich meine, ich zweifle ja wirklich nicht an, dass wenn du ein OTP bist, dass du mit dem climben kannst. Das ist nicht, was ich sage. Natürlich kannst du mit dem climben, wenn du ein OTP bist. Was ich sage ist, der Champion ist nicht gut, wenn du ihn nicht OTPst. Das heißt, wenn ich jetzt einfach Set spielen würde, wäre ich komplett useless. Es gibt super viele so Champions, die kannst du nicht einfach so mal spielen. Und zum Beispiel bei Set ist es so,
der ist auch in Low Elo sehr viel besser als in High Elo. Das heißt, wenn ihr euch Zed jetzt zum Beispiel anschaut, so, wenn ihr euch Zed anschaut, dann würdet ihr sagen, der ist komplett broken. Das ist mit der beste Toplaner. Und dann geht ihr in hohe Elo und dann seht ihr, oh shit, das ist halt ein reiner Noob-Champion. Weil, also nicht reiner, es gibt OTPs, die sind mit dem am Gewinnen. Aber ihr müsst verstehen, dass halt, der wird vom drittbesten Toplaner, wird der zum zehntschlechtesten bisher. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid, aber es ist so. Weil du kannst halt in High Elo kiten dich die Leute einfach. Die spielen um deine mangelnde Mobilität herum. Es gibt manche spezielle Matchups, wo du ihn spielen kannst. Wait, das ist Lulu Toplane. What? Ja, das ist Lulu Toplane. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Nein. Wieso wurde Zed im Pro-Play dann früher gepickt? Ja, weil er komplett overpowered Stats hat. Hatte damals. Und dann wurde er genervt. Und die Meta entwickelt sich weiter. What the fuck ist dieser Nudu? Was ist das für ein Move, Bro? Na, von hier nicht hin. Ey, wenn ihr die Witze war, der Blitzkönig, der uns gerade geintet hat, ne? Oh nein. Nein! Der stand doch bestimmt. War das nicht der Blitzkönig, der uns gerade geintet hat, der Silas? Dann warst du dann Zed beim. Ne, es geht um den Zed, den Zed geht's. Den Sehende. Ich meine, die Seed-Meter damals war doch auch eher Mitte und Support, oder? Problem. Einfach nur, weil er so ein paar Champions wie Rakan zum Beispiel gecountert hat. Die damals sehr, sehr beliebt waren. Ich glaube. Das wird erstmal eine entspannte Kugel. Ich freue mich echt jetzt auf Problem. Wir hatten jetzt richtig Hype-Gameplay auf AD Carry den ganzen Tag. Ich freue mich jetzt ein bisschen, eine ruhige Kugel auf Top zu schieben. Also das habe ich wieder vergessen. Wollt ihr andere Musik haben, Leute? Wir können Musik ändern, wenn ihr Bock habt. Wollt ihr was anderes hören? Ich habe immer das Gefühl, Freitag ist die Hype-Playlist ganz nice, weil halt super viele Leute hyped sind. Wochenende und so ein Scheiß. Mit Tränen Nunu Toplane. Also wenn ich dieses Game verliere, Leute, dann ist aber für heute Schicht im Schacht. Dann spielen wir nächstes Game Teemo, ey. Dann bin ich tilted. Ja. Okay, das Lied ist allerdings ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ey, tatsächlich ist das auch gar nicht mehr die Playlist. Das ist Autoplay von Pietro. Was ist das für ein Lied? Okay, wir hören noch einmal Pietro und dann schauen wir weiter, okay? Spammt den Waschbären. Sehr gut, Fidget. Das wird wahrscheinlich ein AP-Nunu Toplane, oder?
Ja, Nunu Top ist wirklich kompletter Psychopathenscheiß, ja. Ja, das ist Vogelwild. Das wird er sowas von bereuen. Also das wird, ich sage das jetzt schon. Das wird er so bereuen, Nunu Top zu picken gegen Gragas. Sieht vielleicht jetzt gerade noch nicht so aus, ne? Aber ich verspreche euch, das wird er bereuen. Sieht mir jetzt oder aus. Okay, wir gehen Richtung Rod of Ages. So, und jetzt, was machen wir denn für eine Playlist an hier? Was hatten wir denn lang nicht mehr? Wie wär's denn mit... Hier. John Williams. Okay, er geht jetzt Tank. Naja, okay, schon besser. Ich meine, wenn er AP Nunu gegangen wäre, wäre es komplett Game Over gewesen, 100%. Aber mit Tank Nunu ist es, glaube ich, okay. Er kann überleben und halt nicht ganz nutzlos sein später. Der wird wahrscheinlich irgendwie so Fimbel oder so, wird der gehen, ne? Echt ärgerlich, dass ich Meteor dabei hab in dem Game. Und nicht Face Rush. Max ist doch cool. Don't get pushy. Mir interessiert, ob der das öfter spielt. Oder ob da vielleicht irgendeine Strategie zu seiner Madness gibt. Er hat schon unendlich viel Sustain. Mann. Ich hätte das eh auf ihn draufflashen müssen. Na, my bad. Der war fast so gut, ne? Aber nur fast. Du sagst von dir selber, dass du watched bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir dieses T06-Projekt machen, fühle ich mich gar nicht mehr so wurscht. Also da sind manchmal Momente dabei, da fühle ich mich wieder richtig jung, kann ich mal sagen. Welche Elo ist das jetzt? Das ist so mit Master ungefähr. Wir haben leider einen 2er-Lose-Streak auf dem Top-Lane-Account gerade. Aber die Games waren schwer zu verhindern, glaube ich. Das waren wirklich Brecher-Teams. Na, nur die Wave denied, würde ich sagen, ja. Dann Proxien ist, glaube ich, gut. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Proxien, ehrlicherweise. Ich glaube, Proxien ist sehr, sehr gut für uns. Wir müssen was aufpassen mit dem Kha'Zix-Spawn gleich. Wenn der Kha'Zix spawnt, kann er auf jeden Fall für uns gehen. Deshalb sollten wir wahrscheinlich rausgehen, oder? Ich meine, er könnte auch zu dem Bot-Bite dazu kommen. Das wäre auch eine logische Aktion, ey. You have seen an enemy.
wir ulten sollen, hä? Ich weiß nicht, ob die Ult von ihm da einen großen Unterschied gemacht hat. Nice. Können wir mal resetten gehen mit dem Plättchen in den Hintern. Jawoll. Warum die Ult? Ich wollte nicht, dass er noch flashen kann oder irgendwie wegkommt. Man war nicht optimal, ne? Höchstwahrscheinlich. Was heißt, war natürlich nicht optimal, aber es ist der Weltuntergang. So, jetzt lass uns mal auf die Map schauen. Wir sind top gut ahead. Wir sind Jungle, gut behind. Even actually. Wir sind Mitte, even bis leicht behind. Und wir sind Botlane, even bis leicht ahead. Also das Game sieht gut aus, würde ich sagen. Das sieht wirklich gut aus, das Game. Sehr, sehr spielbar. Nicht so wie die letzten. Die letzten waren immer direkt sehr hart. Also TF mal spielen. Wisst ihr, Leute, ich weiß, ihr wünscht euch sehr viele verschiedene Champions. Und ich würde euch das wirklich anbieten. Weil wir versuchen ja gerade ein Projekt, wo ich mit drei verschiedenen Rollen Challenger werden möchte. Und ihr müsst einfach verstehen, also so gern ich für euch alle möglichen Champions spielen würde, müsst ihr einfach verstehen, dass ich muss ja, also ich will ja auch gewinnen und ich muss mich einschränken, um zu gewinnen. Das ist einfach so. Wenn wir climben wollen, wenn wir gewinnen wollen, muss ich einfach gucken, dass ich nicht alles spiele. So. Das sagt er so. Ja, es ist halt jetzt beim A bis Z haben wir halt gesehen, dass das, da habe ich halt alle Champions einfach gespielt. Und das haben halt viele Leute, haben das, hat es gefallen. Was in den Kill? Ich hätte noch Rebel werfen können, aber müssen wir nicht. Wir wollen, dass unser Rochen fett wird. Gehen wir gerne. Wenn ich den nicht gekriegt hätte, wäre es sad gewesen. Ich hab TP theoretisch. Ich glaube, das Game ist so chaotisch, lass uns Ether respawnen für den Movement Speed. Ich glaube, das ist gut. Ja, ist in dieser Situation nicht sinnvoller gewesen, TP zu nutzen anstatt Ult? Nee, weil seine Ult ist ja viel schneller als mein TP. Die Situation ist vorbei, wenn er die Goldkarte da connectet, weißt du? Ist einfach over. Weil er portet ja viel schneller. Wait, what? Ah, da schlank der nur, ne? So ein Struggle überall. Jetzt doch. Nein, Team. Lasst mich versuchen, euch zu tragen, ihr feisten Inter. Scheiße. 6 Goobies auf TF. Das ist wirklich ein Full-Tank-Fimbelwinter, Nono. Was ist das? Das unser Team struggelt so. Wir machen so Work auf der Top-Lane. Unser Team ist so am Struggeln. Wird sehr spannend, ob wir das carryen können. Das wird wirklich sehr, 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 sehr schwer. Wir haben auch wieder den Midlaner halt aus der letzten Runde, der uns da schon sehr, sehr
Also der Midlaner, das war der Blitzcrank aus der letzten Runde. Der hat uns letzte Runde auch schon geintet. Also da ist er wirklich AFK gegangen die ganze Zeit. Diese Runde, bis jetzt ist er noch nicht AFK gegangen, aber er ist schon wieder 1-5. Das ist wirklich ein terrible Spieler. Boah, das ist wirklich ein terrible Spieler. Leider. Ja, das ist immer das Problem, ne? Der Elo, es gibt halt nicht mehr so viele Spieler und so jemand, der hätte einfach eine Pause machen sollen, wenn er einen schlechten Tag hat. Er muss halt einfach, mach eine Pause, Bro. Warum forst du noch ein Game, wenn du einfach heute, wenn es nicht gut läuft? Ich verstehe nicht. Das zerstört zwei Games in Folge. Heute alle Games sind auf, wir müssen heute so krass carryen für unsere LP, ja. Das ist echt heftig. Schauen wir, dass wir die nächste reinpushen. Das ist ein schönes Lied hier. Let's go. Irgendwie, vielleicht kann ich es irgendwie carryen, aber wie nur? Wie nur können wir das carryen? Wir sind so strong. Will er sich aber nicht bemühen, ist doch wieder permanent AFK. Wird einfach ein Inter. Bringt ja nix, hilft ja nix. Gespottet. Ja, wir müssen diesen Drake jetzt bekommen, unbedingt. Was huge wäre hier eine Flanke zu haben. Und wenn ich auf zwei in der Flanke vielleicht ein bisschen viel ist, okay, dann wieder runter. Some
Schaden. Ich hätte am Turret irgendwie bleiben müssen. Ey, hinter der uns jetzt wirklich zwei Games in Folge, der Kerl. Ich befürchte, die Antwort ist ja, Leute. Ich befürchte, er schafft's. Das ist halt, wenn dich jemand inten will und so Spam verbeten, der kann's einfach. Du hast kein Counterplay gegen diese Leute auf dem Elo-Bracket. Ich kann halt nicht einen ganzen Spieler ausgleichen. Egal, wie gut ich spiele, ne? Ich kann's nicht ausgleichen. Das heißt, wenn er inten möchte, dann hab ich einfach verloren. So bitter das ist für mich. Hier reingehen. Einfach schauen. Bisschen nach Place gucken. Oh. Mensch. Natürlich ist er am Chillen auf der Botlane. Ja, Zillot. Mein Gott, Leute, das ist echt frustrierend. Er hat zwei Games in Folge, den Inter. Womit haben wir denn das verdient hier? Womit haben wir denn das nur verdient? Fidget, no. Ich probiere alles, Maybe irgendwie zaubern hier. Will ich nehmen, ne? Ich will, dass mein AD-Carry Kills bekommt. Ich kann nicht alleine carryen, wir müssen Gold verteilen im Team. Wait, wie gibt Attack Speed? Nee. Das Lichtspähen gibt dir Attack Speed, Lichtspähen. Das ist neu. Das Lichtspähen gibt dir jetzt einen Empowered Hit. Ach Jungs, ey, drei Games in Folge, so hart, ey, was ist denn heute los? Also, legit, heute hatten wir so viel Pech in unseren Games. Wenn ich nicht so guten Tag gehabt hätte, dann wären wir heute legit 0-10 gegangen oder so über den Tag. Also wir haben nur Inter im Team, das ist absolut verrückt gerade. Das ist echt übel. Jedes Game. Kann ich nicht überleben. Genau. Ich war den Slaughter rausgekriegt. Wenigstens war dein Tag gestern Morgen. Ich meine, wir haben auf Adi haben wir ja trotzdem Plus gemacht heute, ne? Aber halt, wir mussten so krass spielen, damit wir überhaupt eine Chance hatten. Wir mussten so krass spielen heute. Das ist heftig, ja. 7 Sekunden CC. Ja, gut. Ich meine, das war voll. Also, ich habe einfach den Turret genommen. Ich glaube, das ist okay. Der Turret ist super wertvoll da. Wenn wir können gewinnen, ne? So ist es nicht. Also es ist halt bloß wahnsinnig schwierig. Vor allem halt mit dem extrem gefeedeten Parsecs. Das ist halt, keine Ahnung, was dieser Rochen hier zu sein scheint. Oder der Silas. Can win. Please. Alter. Insta alle for fail. Mate, ich hab so viel probiert. Wir haben Senna Aphelios. Ich bin so fit. Wir lassen es einen nicht mal probieren, ne? Drei Games in Folge, Leute, geintet. Auf dem Account. Drei in Folge. Krass. Na, das ist echt krass, muss ich sagen. Krass.
Wir haben, schaut euch das an. Schaut euch das an, wie wir unsere Toplane deklassiert haben. Jetzt Timo. Nee, wenn der Nuno gegen mich gewinnt. Aber der Nuno hat ja nicht gewonnen. Der Nuno war der einzige Grund, warum wir im Spiel waren. Also ist echt crazy. Diese Elo fühlt sich so schlimm an. Ich meine, mit dem AD-Carry-Account sind wir jetzt langsam auf einer Elo, wo es nicht mehr so schlimm ist, finde ich. Aber ich muss echt sagen, also diese Mid-Low-Master, Mid-Master, das ist wirklich, da kriegst du echt Krankheiten von. So schlimm ist das. Da kriegst du wirklich Krankheiten von diesen Leuten. So, zack. Der Kerl, warum hörst du nicht auf? Der hat das Game davor auch schon geintriedet. Der Vini Vidi Vize. Warum hörst du nicht auf? Warum machst du nicht eine Pause, Bro? Warum spielst du weiter? Du intest ein Game, warum spielst du weiter? Dann haben wir allgemein einen schlechten Abend gehabt oder was. Der spielt auch immer eine andere Rolle und immer andere Champions. The fuck is that? Die Lara bereitet sich auf morgen vor und verliert Bot-Games. Das rechne ich aber hoch an, dass sie sich vorbereitet, muss ich sagen. Aber das ist schon Next Level. Danke an Bumblebum für den Support. Willkommen. Du hörst ja auch nicht auf, wenn du mal einen schlechten Tag hast. Ja gut, ich habe auch keine schlechten Tage. Danke an Stella für den Support. Auch da einen wundervollen wünsche ich. Sehr. Tja, was bannen wir? Ich finde Viego broken, Draven, Kha'Zix finde ich actually auch broken, by the way. Also ich finde Kha'Zix wirkt auch sehr, sehr broken. Das sind so die Jungler. Wir haben die fast jedes Game, haben wir Kha'Zix oder Viego in unseren Games. Also wirklich fast jedes Game. Okay, den haben wir schon mal. Da ist die Rek'Sai. Ich meine, es könnte Rek'Sai top sein, aber ist eher unwahrscheinlich, ne? Da ist wieder der TF. Ich finde, mit Kha'Zix kann man besser umgehen als mit Evelynn und Draven. Also ich finde, Viego finde ich persönlich am schlimmsten gerade. Senior Reis, viele Liebe, danke dir auch für den Support, Senior Reis. Schön, dass du da bist. Können noch einmal runterswappen hier. Wir sehen ja schon die ganze Botlane. Jetzt müssen wir brauchen jetzt 3 Wins in Folge, Leute, damit wir den Ausgleich heute noch hinbekommen. Das ist echt schwer. Ah, Mann, wir hatten so einen guten Tag auf AD und jetzt so eine Scheiße hier. Ich glaube, Viego ist auch der meistgespielte. Warte mal, jetzt gucken wir mal kurz. Wenn ihr bei League of Graphs schaut, nee, nicht League of Graphs, aber OPGG brauchen wir. Und dann brauchen wir Ladder. Genau, OPGG, Ladder, EOS, SoloQueue. Und was ihr sehen könnt, ne, in der SoloQueue Ladder gibt es manche Champions, die euch besonders häufig anlachen. Talia zum Beispiel ist aktuell gigabroken und Viego ist aktuell auch gigabroken. Pyke als Support ist gigabroken in SoloQueue, ne? Ja. Hier, schaut euch diese ganzen fröhlichen Viego-Gesichter an, die ihr sehen könnt, ne? Viego ist super, ist von den Junglemans und Talia auch. Du hast Viego, Talia, Lee Sin. Dann hast du tatsächlich, das ist ein sehr interessanter. Ah, gut, das ist Caps, ne? Caps ist anders gebaut. Du hast Pyke, hast du super viel. Punisher, wait, mit seiner Cassio, not bad. Not bad, not bad, not bad. Du hast bei den AD Carry Mains, hast du Ceri Most Played, ne? Diesen blöden Champion. Das ist alles so gemein, Soll ich jetzt TF bannen, weil wir 2 Champions haben, die von TF gecountert werden? Ja, oder? Weil wir wissen, dass ein TF-Main unterwegs ist. Dann sehen wir dich da wieder. Ich versuche gerade echt zu climben. Ich fühle mich gerade richtig gut, Man macht Riot nichts gegen solche Spieler wie Zillas. Wenn Leute soft inten, ist es Riot egal. Das kann aber auch kein System rausfinden. Das müsste sich ein Mensch anschauen.
Hihi, war gerade bei Dilara. Freu dich, Chef, da hast du eine tolle Aufgabe. God damn it. Was macht denn Dilara für Sachen, ey? Oh mein Gott, sie verliert gegen den Irelia-Bot. Oh nein, sie stirbt gegen Irelia-Bot, won. Oh Gott, nein, die Bots gewinnen! Oh mein Gott, die Bots gewinnen! Leute, das kriegen wir morgen hin. Das kriegen wir morgen hin. Gar kein Problem. 0-19-0. Man muss auch irgendwo anfangen. Diana ist auch erstmal ein sehr schwieriger initialer Champion. Muss erstmal so ein Gefühl für kriegen, wisst ihr, ja? Was Diana kann und wie ihre Fähigkeiten funktionieren, das ist bei League einfach so. Einfach erstmal ein Gefühl für die Champions kriegen und dann funktioniert's. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker.